Ego-Ding. Hier sind wir wieder, wie man schon an der atmosphärischen Musik hören kann, wird gleich entweder eine Schießerei losgehen oder ein Kindergarten schaut mal vorbei. Mit kleinen schwarzhaarigen Mädchen in roten Kleidern. An die Replikasoldaten, den vermöbel ich mal. Zack, komm her. Ist nur mal Hand zu Hand. Ha! Und ohne Munition zu verschwenden. So, dann haben wir es kaputt geschlagen. Irgendwas mit dir, willst du auch was? Willst du auch deine Fresse poliert bekommen? Hier, da, da. Was hast du jetzt davon? Appointment-Schläger sind heftig und fuck the world. Was wir wieder Leben nehmen. Radioaktiv, das zeige ich jetzt mal. Hier kaputt gemacht, Alter. Ah, zum Glück sind diese Computer aus. An Lob an die Angestellten. Da steht, da ist doch mal wieder Hoffnung in die. Jetzt habe ich mal wieder Hoffnung in den Angestellten. Weil sie ihre Computer ausmachen. Bevor sie erschossen werden oder was anderes. Oh, da liegt ein Raketenwerfer. Da, Contact. Nur Hand zu Hand, das ist geil. Aua, Explosion, okay, jetzt schieße ich auch mal wie ein Wilder. Ah! Liegt ein Penetrator. Wie er da liegt, so ein bisschen geschillt und die Beine gespreizt. Okay, aktivieren. Oh Scheiße, das ist eine falsche Situation. Und für solch eine falsche Situation brauche ich eine richtige Waffe. Und da ist sie schon. Der Raketenwerfer. Warte mal, wo ist die Nummer 3? Zack. Ich schieße dir zuerst, du Gurke. Ich hab den Raketenwerfer. Du hast nur Raketengewehre. Das ist was anderes. Okay, wo ist sie denn? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ist alles so. Sie explodiert ja alles. Ich hab gar nicht gesehen, dass es explodiert ist. Guck mal, das ist alles voller Blut. Naja. Jemand hat uns das geliebt. Wer wieder, weil der Raketenwerfer nämlich leer ist. Och, Menno, ich hatte gerade so Hoffnung gehabt und dann ist dieser Computer wieder nicht ausgeschaltet. Liegt hier irgendwo noch ein Penetrator? Nein. Aber wir können mit dem Aufzug hoch. Hurra! So. Was denn hier so Schönes? Gewehr. Der Computer soll ausgeschaltet werden! Das ist aber unsicher, da könnte jemand runterfallen. Mal gucken, wo das hier hinführt. In einen Raum voll mit Sicherungskästen. Und da sollen dann die Arbeiter durch, ey! Was ist das für eine Kacke? Oh... Ja, machen wir mal einen Raum und dann, wenn sie mal wieder raus wollen, aber nicht den gleichen Ausgang nehmen wollen, machen wir halt eben einen kleinen Schacht. Dann können sie durch die Decke fallen. Warning. Toxic substance detected. Emergency lockdown in effect. Jo. Okay, dann müssen wir halt eben die Ventilation ausschalten. Genauso sieht's auch in meinem Zimmer aus, wenn ich nicht mal das Fenster öffne für ein paar Tage. Dann fängt auch mal auch in meinem Bett an zu rauchen, grüner Qualm, die Lampe, Blitzlichter und so und ein Alarm.
Gehen wir halt eben mal hier durch Lüftungsschächte und... Ich mag dieses Bild nicht. Ventilation anschalten. Okay, das Licht kommt von der linken Seite meines Kopfes. Entschuldigung. Ich hab wieder aufgestoßen. Ich will doch gar nicht den Penetrator. Ich will nur das Leben, was da hier so rumliegt. Also, Heft geht's. Das kann man auch hier lang. Da vorher geschlossen. Zeit noch. Und ja, es geht. Wieder geschlossen. Warum ist das geschlossen, aber das hier nicht? Und warum ist das hier offen, aber das auch nicht? Das nicht. Mist. Oh Mann. Da war ich doch schon vorhin. Der Mond. Oder? Ist da der Mond dabei? Ich sehe ihn nicht. Na egal. Hallo? Hallo? Oh, wieder ein Penetrator. Und Minen! Juhu! Jeder braucht Minen und ausgeschaltete Computer. Oh ja! Stirb! Stirb! Jetzt spielen wir mal selber eine Selbstschussanlage und schießen alles und jeden kaputt. So fühle ich mich! Genauso wie ihr fühlte ich mich auch, als ich angeschossen wurde von den Selbstschussanlagen. Ha! Friss das! Ja! Nein, auch Menno! Arschlöcher! Kaputt. Schade. Naja, legen wir halt eben selber Hand an. Hahaha. Ja, es kommt gleich der Witz eines 13-Jährigen. Was ist denn hier? Warum geht diese Tür nicht auf? Oh, hallo, was geht? Ich steck mich erstmal hier. Kommt und holt mich, kommt und holt mich, kommt und holt mich. It's Cubicle. Oha, dann wissen sie wohl also, wo ich bin. Ey, what the fuck, wo kommst du her? Warten. Den Raum fülle ich auch mal mit Sprengstoff. Ich hab doch das irgendwo hingelegt, Sprengstoff. Kann ich das eben wieder aufheben? Uah, scheißen Dreck. Den hat es zerrissen, aber wie? Auch eine kaputte Selbstschussanlage. Ja, hier habe ich das Massaker angerichtet. Und ich habe mithilfe... das habe ich schon letzten Part erwähnt. Na egal. Auf jeden Fall ist die Säule jetzt schön rot auf einer Seite. Mal Abwechslung in den kargen, grauen Büroräumen. Da ist noch meine Mine. Wie viele Körper liegen denn eigentlich hier? Das ist ja krass. What the f... Der wurde gerade von den Replikasoldaten abgeschossen. Bin wieder reingeschossen. Sehen die mich nicht oder was? Idioten! Peng! Da habt ihr davon! Da lebt noch. Zack, stirb. Da einer, hier hast du eine Mine für Bumm. Eine Mine für deine Arbeit an den Wänden. Ja, Hauptsache das Bild sieht schön aus. Ja, schön.
Was steht denn hier so? Also die Grafik in diesem Spiel ist manchmal besser als von anderen heutigen Spielen zum Beispiel. Das bei dem Spiel Rage, es gibt manchmal so Tastaturen in manchen Levels und die haben eine matschige Textur. Und hier kann man alles wunderbar erkennen, jede Taste. Beispiel hier. Da. Kante. Okay, das ist ein bisschen matschig. Aber ich meine jetzt die Laptops eigentlich. Die Laptops sehen gut aus. Muss ich da runter? Dann springen, landen wir aber lieber auf den Sessel. Hui. Wow, 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 wow. Ha, 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 ha. Wo ist der Körper hin? Ach, den haben sie auch in irgendeinen Aufzugsschacht entsorgt. War es gerade Aldous Bishop? Die Gurke? Sich bewegt. Oh. So. Damit der Physik so ein bisschen rumspielen kann, das ist cool. Da war gerade jemand an der Tür. Deshalb konnte ich jetzt nicht das zeigen, was er gerade gesagt hat. Er hat irgendwas erzählt von ein Krieg wird kommen. Ich habe es in meinen Träumen gesehen. Wer tut das nicht? Fire sweeping over the earth, bodies in the street, cities turn into dust, retaliation. Ihr könnt das auf Google, mit dem Google Übersetzer übersetzen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr euch traut, dieses scheiß Stück Software zu benutzen. Hallo? Weiß ich nicht gerade. Ah nee, da fiel das Blut. Das Blut auf dem Boden. Ties for Pimps. Andre Griffin? Was ist das? Hey, cool, ich. Warte mal, mach mir damit jetzt. Mann. Haha, Staub. Theater. Oh, Kacke. Hallo? Ich bin zu weit gelaufen, ich muss wieder zurück. Oh, da ist jemand. Den begrüßen wir wie man mit einer Granate. Hä? Sie sind nicht explodiert, nochmal. Das ist. Was macht er mit meinen Granaten? Entschärft er die oder was? Was. Was war denn das, ey? Wow. Das ist ja krass. Oh. Mist! Woher wissen die denn von mir? Ach ja, ich hab. Ihre Kollegen auf dem Dach getötet. Coole Piercings hast du da. Wartet mal. So, jetzt ist erledigt. Aber ich habe mal wieder auf meinem Bildschirm gespuckt und es hat wieder alles verwirrt. Granate. Nur noch eine Granate. Den machen wir auch fertig. Ich habe noch 8 Dinger am Magazin, die kann ich gut gebrauchen. So, ich habe ihn an die Wand gepinnt. Er ist halt auch ein Stück Notiz und da muss man halt eben auf ihn aufmerksam machen, weil er so ein Scheiß-Mitarbeiter war.
Hallo, ich bin hier. Oh, Munition, aber was? Wie viel, ey? Also wir steigen in den Kampf im nächsten Part ein. Ciao, Leute.